Okay. So. Nun haben wir noch 1 Minuten, 1 Minuten, dann fangen wir an, ne? Okay. So, ich fange mal an. Ich begrüße euch herzlich hier aus Sylt. Wir sitzen heute in gemütlicher Loga nach dem schönen Essen. Und ich möchte sehr gerne mit euch teilen über dieses Video, die Livestream, wo ich gerade erwähne. Uta und ihre Tochter Julia kommen, ich traf von Erfurt nach Sylt und ich lasse sie mal einmal kurz erwähnen. Ne? Also, kannst du mal mit unseren Zuschauern an ein paar Worte sprechen? Ja, gerne. Ja, also ich heiße wie gesagt Uta, ich komme aus Erfurt. Ich gucke nachmittags zur Entspannung bzw. in der Mediathek auch gerne mal Shopping Queen. Und da habe ich Ming gesehen. Und ich liebe Sylt. Ich habe festgestellt, dass ich dieses Jahr, ja, also seit 50 Jahren komme ich immer wieder her. Erst mit meinen Eltern, dann mit meinem Mann und den Kindern. Und als ich Ming gesehen habe, habe ich gedacht, ach, wie schön. Also sie war da auch mit ihrer Shoppingbegleitung, ja, die wie eine deutsche Mutter für sie ist. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Ich habe auch eine vietnamesische Studentin als Patenkind. Ja, und irgendwie hat mich das sehr berührt und ich hatte große Lust, sie kennenzulernen und zu ihr zur Massage oder zur Wellnessbehandlung zu gehen. Und das haben wir heute gemacht und es war wunderschön. Dankeschön, Ute. Ja, ich habe ein paar Fragen stellen. Ich habe gerade bei Essen Gespräch mit dir führt und dann finde ich diese Worte ganz wundervoll. Fremde werden Freude. Ja, also Fremde werden Freunde, so heißt das Programm von der Uni und der Fachhochschule in Erfurt. Ausländische Studenten können sich da melden und ja, können dann Erfurter kennenlernen und so ein bisschen Familienanschluss bekommen. Und da haben wir uns vor 5 Jahren gemeldet und haben gesagt, ach, wir würden gerne eine Studentin kennenlernen, das Land bei uns egal. So kam dann Chang zu uns und Chang auch hier. ja. Hallo, ich grüße Ist dich, ne? Ja, ja. ich sehe da. Ja, Hallo, Mö. und Chang ist aus Hanoi und das war so Liebe auf den ersten Blick. Also wir haben uns gleich gut verstanden und sie ist für mich wie eine dritte Tochter geworden. Und ja, von daher habe ich da einen Bezug zu dem Land und ich war auch mit meiner jüngeren Tochter Julia, war ich 2014 im Dezember dort und es war herrlich. Also ja, wir zehren immer noch davon. Ja, nun unsere Zuschauer ein bisschen mehr da reinschauen. Und ich möchte auch gerne für jemanden, der mich noch nicht kennt, mein Name ist Min und ich bin 32 Jahre in Deutschland. Ich bin Heilerin, Coach und Wiener Ma-Therapeutin. Hier aus Sylt und ich habe aus Sylt eine Praxis hier Lotus Venice. Und Uta, kannst du mal dich mal empfehlen, wer du bist? Ja, ich habe es ja schon gesagt. Also, ich heiße Uta, wohne mittlerweile in Erfurt, komme aus Süddeutschland, bin noch 54. Oh, die Kerze ist ausgegangen. Deswegen der Rauch. Sauber jetzt. Ja. Und ja, arbeite an der Schule, bin seit über 25 Jahren verheiratet, habe 2 Töchter. Und guck eben, dass ich mir immer mal was Gutes tue, was für mich. Und so kam ich eben da drauf. Und vor allen Dingen auch Mings Ausstrahlung hat mich sehr berührt. Und es hat uns beiden sehr gut getan. Meine Julia hatte ja auch heute die Erfahrung. Naja.
So, ich stelle mal ein paar Fragen. Ja, warum du bist, kann man auch sagen, du bist Fan von mir Ja, geworden? schon. Also ich fand einfach, ja, ach, das ist auch so ein bisschen verrückt, das mag ich sehr gerne. Und die Ausstrahlung, einfach das Positive, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, es tut einfach gut, man braucht was Wohltuendes und ja, Gesundheit. Gesundheit. Und Gesundheit ist wichtig, ne? Ja, genau. Und die seelische Gesundheit ist, also man muss sich ja auch irgendwo stärken, um durch diese Zeiten zu kommen. Und ich überlege mir immer, was ich mir Gutes tun kann, sei es jetzt ein Spaziergang, hier die herrliche Seeluft und ja, Duft, Wellness. Ich gehe, also zu Hause gehe ich alle 2 Wochen zur Thai-Massage noch, weil als Schreibtischtäter tun an mir oft auch die Schultern weh und ja, ich denke, da muss jeder dann für sich sorgen. Und das hat sie dieser Herz für mich gebastelt. Naja, sowas mache ich gerne zur Entspannung und weil ich. Ist das nicht toll? Das ist wunderschön. Also von Herz zu Herz, tiefer Herzen hier. Also schau mal an. Schau mal an dein Gesicht hier in Ja. dein Herz. Ja. Also da bin ich sehr, sehr berührt. Vielen, vielen Dank. So, die zweite Frage, glaube ich, hast du schon erwähnt, ne? Warum fahre ich mit meiner Tochter Julia nach Sülsuming? Naja, gut, also es kam eben beides zusammen. Also ich liebe Sylt und fahre jedes Jahr hierher und gut, unter diesen Umständen, naja, ist es ein bisschen anders, aber ich denke, wir machen das Beste draus. Und ja, ich finde einfach, die Luft ist herrlich und das Wetter, das ist mega. Und ja, einfach so ein paar Tage auftanken. Und da gehörte das für mich einfach mit dazu. Das waren jetzt 2 wunderbare Stunden. Na, eine Stunde für meine Tochter und eine für mich. Und ja, auftanken, Seelen baumeln lassen. Und eigentlich, du wolltest nur Händemassage, Ja, also ich hatte noch nie eine Handmassage und habe mir das sehr entspannt vorgestellt. Dann habe ich mich noch spontan für Gesicht entschieden und habe sehr gestaunt, wie intensiv die Handmassage war, oh, und wie viel Kraft Ming hat. Aber also hat Zeig mal herrlich gelockert, ja. deine schönen Hände. Ja, Schön weiche sehr, Hände. sehr große Hände. Ja, also es war erstaunlich, muss ich sagen. Was spürst du mit dieser Gesichtsmassage? Ganz unterschiedlich. Also es gab, also am besten haben mir diese großen Bewegungen gefallen. Es gab auch kleine, pieksige, aber ich habe das Gefühl, dass mein Gesicht jetzt einfach ja, entspannt und es hat sehr gut getan. Ja, super. Okay, dann kommen wir die nächste Frage. Warum hast du dich von Ming inspiriert? Naja, weil es einfach selten ist, dass jemand auch so, ja, so offen ist und von der ganzen Art so, insbesondere wir Deutschen sind ja auch sehr verschlossen. Und ja, es öffnet einem so ein bisschen das Herz. Das fand ich sehr schön. Ja, und finde ich auch durch diese Gesichtsreflexionsmassage dann irgendwie ihre Härte öffnet. Ja, Oder also nicht ich meine, man mehr? lässt ja auch jemanden nah an sich ran. Da muss man dann auch Vertrauen haben und ein gutes Gefühl, dass man da, sonst sperrt man sich doch innerlich. Und ja, ich konnte mich öffnen und also für mich war es herrlich. Und du warst auch schon in Vietnam. Ja. 3 Wochen.
ja, fast, also über Weihnachten, Silvester 2014, 15. Das war sehr, sehr schön. Ja. Also die Menschen haben mich sehr beeindruckt. Ja, einfach von der Ausstrahlung, ne? So, ja, so positiv und freundlich und Wahnsinn. Also ich bin sehr dankbar, dass Chang uns dieses Land und ihre Familie und alles gezeigt hat. Also, ja. Ja. Also hört euch und richtig, also die ist ankommen, dann kann euch hier für uns senden. Also klick einfach und hört zu uns zu schicken. Bitte schön. So. Die nächste Frage ist, was hast du mitgenommen? Was kannst du mit nach Erfurt mitbringen? Was hier von Sylt ist, von uns. Heute ist der zweite Tag, ne? Hm. Ja, ja. Wir haben jetzt nur 4 Tage hier, aber ich nehme für mich mit, dass ich. Also, dass ich noch mehr für mich sorge und dass ich mir weiter einfach was Gutes tue und dass ich überlege, ja, was ich verändere. Ja, aber ich denke, ich kümmere mich schon. und mehr Freude mitnehmen, ne? Ja, das hat mich sehr berührt. Ja. Und auch, dass du jetzt spontan gesagt hast, wir gehen noch essen. Ich habe gedacht, also wir Deutschen, wir sind gar nicht so, ne? Also, dass man jetzt so, echt. Und ich finde das so schön. Also, ja. Dass man da einfach, ja, auch sein Herz öffnet für andere. Ne? Und gerade auch in diesen verrückten Zeiten, wo man eigentlich sich kaum begegnen kann. Ja. Und du hast auch in letzter Zeit in diesen Nachrichten gehört über Vietnam, wegen dieser Schwemmung und dieser schlechten Gewitter in die Mitte von Vietnam. Nee, habe ich nicht gehört. Ja, und weil ich im Moment höre ich keine Nachrichten. Mhm, weil ich, nee, es ist, man kann sich da so verrückt machen, dann schläfst du nicht mehr gut und alles. Mhm. Also ich gucke, dass ich für mich meinen Weg finde, dass ich eben, ja. Ja, aber also das ist diese Naturkatastrophe, ja. Stürme in Vietnam. Ja. Ne? Und deswegen, ich habe auch in meiner Facebook-Seite... Machst du Spendenaufrufe? Genau. Also deswegen, ich habe diese, was ich in dieser Zeit von 27.10. diesen Monat mit 30.10., was ich von dieser Fernbehandlung oder Coaching mit Fernbehandlung oder Nahbehandlung ist alles, was ich hier, diese Ausgleich bekommen, spende ich in diese Jumali Heilungsstiftung für diese Menschen in Mitte von Vietnam. Mhm. Die Stadt in Quang Binh, Quang Chi, Thừa Thiên und Huế. Wo ich sehr viel mit dem, also diese Schwemmung, Naturkatastrophe, Stürme und Überschwemmungen. Mhm. Ja, deswegen habe ich heute dieses spontan, also ich mag mehr spontan, ne? Naja, was gerade passiert ist. Ja, bei mir ist es so, ich habe in Vietnam auch ein Patenkind über World Vision. Mhm. Und da habe ich auch noch zwei in. Also Afrika, ich finde einfach, dass jeder gucken muss, dass er sich irgendwo ein bisschen engagiert. Ne? Ja. Weil uns geht es so gut, und dass wir ein bisschen abgeben können. Und wenn da Leute ihr Haus verloren haben und alles, ist furchtbar. Ne? Ja, ja. Und deswegen, ich habe dich heute hier eingeladen und machen wir auch diese Livestream. Und dadurch, die kennen auch meine Behandlung, wie ich das damit mit Menschen umgehen, und die kann auch kann einfach anmelden, diese Termin machen, ne? Und einfach schön entspannen, in Ruhe finden, und dadurch ist auch was Gutes tun, ne? Für die Menschen. Ja, das ist doch super. Julia,
Kannst du mal kurz zu mir kommen? Ja. So, da ist Julia. So, schön, dass du dabei bist. Hier, wir schauen mal an die schöne Julia. Oh mein Gott, ja. Oh, nein. Kamera gewechselt. Kamera hat gewechselt? Ja. So, Sterne. Schau mal. Schon wieder an. Okay. So, Julia, wie geht es dir? Gut. Gut? Ja. Wie fühlst du dich hier mit der Behandlung heute? So gelockerter und entspannter, würde ich sagen. Mhm. Und du öffnest mehr in deine Lunge. Du kannst auch so tief atmen. Ich versuch's, ja. Ja. Und du hast auch heute mit Julia kennengelernt? Mhm. Und? Wie geht es dir? Wie euch diese Treffen für dich auch was Schönes zu finden? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay, so. Und möchtest du eine Pose abzugeben? Was fühlst du hier aus Südl? Wie gefällt dir? Und wie gefällt dir? Na, dass man sich von der ganzen Situation jetzt nicht unterkriegen lassen soll oder runterziehen lassen soll und trotzdem immer das Positive sehen. Also halt sich trotzdem an die ganzen Maßnahmen halten, aber versuchen trotzdem jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken oder so. Super, vielen, vielen Dank. Wortwörtlich gesehen auf Sylt, gell? Okay, ich habe André, Julia. Kannst du mal ein paar Worte Hallo sagen? Bitte? Ja. So, Julia. So, was meinst du mit dieser Katastrophe, die Naturkatastrophe in Vietnam? Was möchtest du damit tun? Was kannst du? Was kannst du spenden für die vietnamesischen Leute in Vietnam? Ne? Was kannst du? Gute Gedanken. Genau. Ich habe nämlich kein Geld. Aber du arbeitest dran. Ja. Du arbeitest dran. Ihr könnt mir Geld spenden. Ja. Spenden. So, Ute. So. Okay, ich wollte, bevor wir verabschieden, noch. Kannst du ein paar Botschaften von dir, zu geben? Ja. Bleibt gesund und fröhlich. Also, ja, jeder muss auf sich achten, aber eben auch, dass das Herz, dass man einfach sich was Gutes tut und auf welchem Weg auch immer. Also, lass deine innere Kind Freude bringen. Ja. Okay, also ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und danke, dass euch Zeit für uns haben, da sein zu hören und hören unsere Botschaft. Und wir sehen uns bald. Alles, alles Liebe und schönen Abend. Tschüss. Tschüss.